Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Dommuseum Wien zu unserer Abendveranstaltung in der Reihe der sogenannten Domastagabende. Heute ist ein Mittwoch, deswegen ist das auch ein Domastagabend-Spezial. Die Gäste, die hier live sind und die via Livestream oder dann später das Nachschauen auch begrüßen, besonders Stefan Schulmeister hier neben mir, diese Donnerstagabendreihe oder heute Mittwochabendreihe sozusagen, ist für uns extrem wichtig im Gesamtkontext einer Ausstellung. Das, was wir hier an Kunstwerken sehen, ist ja, sage ich immer, nur ein Teil dessen, des Prozesses, der 1,5 Jahre früher beginnt, dann während der Einjährigen. Wir haben eine sehr lange Ausstellungsdauer, einerseits durch die Präsenz der Kunstwerke, aber andererseits durch ganz viele Panels, Diskussionen, theoretische Inputs, Vermittlungsprojekte. Und insofern freue ich mich wahnsinnig auf den heutigen Abend, weil wir hier einerseits, Sie haben es im Titel gesehen, den Bogen leider zur aktuellen Situation nochmal spannen können, aber auch zu ökonomischen Fragen, wo wir wirklich da einen so renommierten Experten hier haben. Mich hat das im Vorfeld sehr stark beschäftigt, Stefan Schulmeister. Ich stelle ihn vielleicht kurz vor, obwohl er wahrscheinlich allen hier bekannt ist. Er ist Jurist und Wirtschaftswissenschaftler und gilt eben als einer der schärfsten Kritiker der neoliberalen Finanzwirtschaft. Ich glaube, auch das werden wir darüber sprechen. Unterschied Realwirtschaft, Finanzwirtschaft. Er hat jahrzehntelang am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO zu Schwerpunkten wie die längerfristige wirtschaftliche Entwicklung gearbeitet und eben diesen Übergang von der Real- und Finanzwirtschaft, Lehrtätigkeiten an diversen Universitäten und Fachhochschulen und Autor zahlreicher Publikationen. Für mich war Ihr letztes Buch Der Weg zur Prosperität wichtig in der Vorbereitung und eben diese Gespräche auch, und da freue ich mich auch sehr, dass Daniela Hammertugend hat, da ist, die auch für den Katalog wichtig waren, die fließen ja auch in die Ausstellung mit ein. Und da war auch Stefan Schulmeister für mich sehr wichtig. Ich bin ja nicht so bewandert in ökonomischen Fragen, obwohl ich mich sehr beschäftigt habe jetzt in den letzten 2 Jahren im Zuge der Vorbereitung für die Ausstellung. Und da waren unsere Gespräche eben haben mich natürlich auch vieles anderes noch zu einzelnen Bildern, einzelnen Werken, aber auch zur Ausstellungskonzeption überhaupt, welche Rolle kann Kunst haben, gehabt. Mhm. Ja, insofern der Abend ganz wichtig. Für heute die Brücke zwischen quasi Kunst und wirtschaftlichen Fragen, gesellschaftspolitischen, wird sich auch in dem heutigen Abend spiegeln. Und zwar ist es so gedacht, dass wir nach einem kurzen Einleitungsstatement einige Bilder durchgehen, die Stefan Schulmeister sich ausgesucht hat in der Ausstellung und die mit seinen Thesen und Theorien viel zu tun haben oder wo er Anknüpfungspunkte sieht. Also das wird jetzt keine Kunstanalyse von mir sein, das mache ich an vielen anderen Stellen. Ich kann vielleicht dann ergänzend was sagen oder auch du, Daniela, zu den Werken. Aber es geht eher darum, was er für Assoziationen zu ausgewählten Werken haben wird. Und anschließend gibt es die Möglichkeit, auch hier noch Fragen und Diskussionen. Ich bin sicher, dass da etwas da sein wird, wo jemand sich aus dem Publikum hinein schalten wird. Ja, beginnen wir kurz mit der aktuellen Situation. Als wir diese Ausstellung geplant haben, da hatten wir damals, war gerade der erste Lockdown, quasi Sommer 2020. Wir hatten die Ausstellung zur Mensch-Umwelt-Beziehung, haben eigentlich an anderen Themen gearbeitet und plötzlich immer mehr durch das Bewusstsein, dass dieses Thema, was immer aktuell war, leider auch die ökonomische Ungleichheit, dass das nochmal so verschärft wurde durch die Pandemie. Da ist hier im Team und bei mir der Wunsch entstanden oder die Idee, dass es eigentlich nur ein Ausstellungsthema gibt, was wir im Herbst 2021 eröffnen können, nämlich Arm und Reich, die Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit, die ja auch in unseren Sammlungen schon drinnen ist. Man muss sich nur die Kelche anschauen, von ganz prunkvoll zu ganz bescheiden, aber auch in der Kunst natürlich ist diese Ambivalenz drinnen. Wir sind uns bewusst, dass wir hier in einer
sehr privilegierten Situation sind, dass wir überhaupt über so ein Thema heute im Umfeld so wunderbarer Kunstwerke diskutieren können. Und umgekehrt möchten wir genau deswegen hier diese Plattform ermöglichen, um eben das zum Thema zu machen. Und dann haben wir uns eben entschieden, diese Ausstellung zu machen. Was wir nicht gewusst haben, dass sie tragischerweise noch einmal so viel aktueller sein wird durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges vor 3 Monaten. Und deswegen würde ich Sie bitten, Sie haben ja auch einen, mit uns gemeinsam einen sehr aktuellen Titel für die Veranstaltung gewählt. Man liest, ich habe jetzt wieder gelesen, Inflation noch mal viel höher als erwartet. Können Sie kurz, bevor wir dann zu den konkreten Werken gehen, da wird das zwar auch immer mitschwingen, sagen, was hat sich die letzten 3 Monate noch einmal verändert zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben und damals über die Folgen der Corona-Pandemie und was man dagegen vielleicht auch an einer Wende, an einer ökonomischen, man kann ja Krisen auch immer positiv sehen oder hoffen, dass man dann vielleicht was ändert, haben wir damals gesprochen. Was hat sich für Sie jetzt noch einmal in den letzten 3 Monaten geändert? Es hat sich sehr, sehr zugespitzt. Was ich versuchen werde, ist die jüngste Entwicklung in den Kontext der langfristigen Trends zu stellen. Die jüngste Entwicklung ist natürlich gekennzeichnet durch die massive Steigerung der Inflationsraten, zuletzt jetzt 8% Geldentwertung gegenüber dem Vorjahr. Aber was mir so entscheidend vorkommt, ist von der Oberfläche ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Die Oberfläche suggeriert jemand, oder dass sozusagen im Wesentlichen jetzt der Ukraine-Krieg eben dazu geführt hat, dass Öl verknappt wird, dass Erdgas immer teurer wird, dass Nahrungsmittel teurer werden. Aber das ist eben nur die Oberfläche. Die Frau Schwamberg hat freundlicherweise schon angedeutet, dass mein Lebensthema der Konflikt zwischen Realkapital und Finanzkapital ist, also nicht der traditionelle Konflikt, den Linke betonen, zwischen Kapital und Arbeit, sondern innerhalb von 2 Erscheinungsformen von Kapital, ganz einfach dargelegt durch einen Vergleich der Welt der 50er und 60er Jahre, 70er Jahre zum Teil noch, mit den letzten Jahrzehnten. Wie ist jemand reich geworden in den 50er, 60er, 70er Jahren, na, zum Beispiel im Immobilienbereich, in dem er als Unternehmer Gebäude, Wohnhäuser etc. gebaut hat und durch diese Realinvestitionen einen Gewinn gemacht hat. Wie wird jemand heute reicher im Immobilienbereich, indem er bestehende Wohnungen aufkauft und auf die Wertsteigerung spekuliert? Das heißt, während früher die Schaffung realer Werte die Quelle des Profits war, was natürlich nur möglich war, weil die Finanzmärkte strikt reguliert wurden, sodass reine Finanzspekulation nicht möglich war, ist es in den letzten Jahrzehnten nach dem Motto, lassen wir unser Geld arbeiten, der Bewertungsgewinn in all seinen Formen. Das kann Bewertung von Immobilien sein, das kann Bewertungen von Finanzkapital sein, das kann Bewertungen von sonstigen Rohstoffen, Nahrungsmittel etc. sein. So, und damit bin ich bei der aktuellen Inflation. Wenn man schaut immer nur darauf, dass wir 3 Inflationstreiber haben, längerfristig die Wohnungskosten und in den letzten 2 Jahren, nicht erst seit der Ukraine-Krise, die Energiekosten und die sonstigen Rohstoffpreise. Das bedeutet, für 70-80% der Bevölkerung, nicht nur für die Armen, das betrifft sozusagen auch weit den Mittelstand, eine massive zusätzliche Belastung. Aber worauf man gar nicht schaut, ist, wer denn die Gewinner sind. Denn jeder zusätzlichen Milliarde, die Leute jetzt mehr ausgeben müssen für Treibstoffe, Nahrungsmittel etc., entsprechen natürlich auch Gewinne. Und das sind genau die Vermögensbesitzer im Allgemeinen. Das heißt, wer zum Beispiel wie Russland über Ölquellen, über Erdgas verfügt, das ist ein gewissermaßen ein Realkapital, das erfährt jetzt eine gigantische Aufwertung. Während noch vor 2 Jahren
ein Barrel Rohöl etwa 18 Dollar gekostet hat, kostet jetzt ungefähr 120 Dollar. Und von dieser Aufwertung profitieren alle, die diese Rohstoffe besitzen. Das heißt, der Herr Putin betreibt natürlich auch das Geschäft von Saudi-Arabien. Wenn jetzt zu allem Unglück noch hinzukommt, dass der Westen zwei der größten Erdölproduzenten boykottiert, nämlich den Iran und Venezuela, dann ist sozusagen das Chaos perfekt. Saudi-Arabien könnte innerhalb von 4 Wochen den Ölpreis auf 40 Dollar zurückbringen. Das ist auch öfter schon geschehen, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, wo durch die Invasion von Kuwait sowohl das Kuwait-Öl als auch das Irak-Öl ausgefallen ist. Kurzfristig ist der Ölpreis gestiegen, aber schon 6 Wochen später ist er wieder gefallen, weil die Saudis ihre Ölhähne aufgedreht haben. Die denken aber jetzt nicht daran, das zu tun, weil sie natürlich von einem Ölpreis von 120 Dollar auch ganz massiv profitieren. Und all das hat wiederum sehr viel zu tun mit der Klimakatastrophe, die kommen wird. Denn erst seit 2 Jahren ist den Erdölproduzenten klar geworden, die Industrieländer meinen es mit der Bekämpfung der Erderwärmung ernst. Was bedeutet das? Dass das gesamte Geschäftsmodell der OPEC-Länder, sonstiger Produzenten fossiler Energie, ein Auslaufmodell ist. Und was sie jetzt versuchen, ist, die 30, 40 Jahre, die die Industrieländer noch abhängig sein werden von fossiler Energie, maximal zu nützen. Die Putin-Strategie ist ein Teil dessen und die Ukrainer sind auch ein Opfer. Das hat auch massive ökonomische Gründe, weil Russland technologisch den Anschluss vollkommen verloren hat. Der Putin weiß das. Und das Einzige, was ihn längerfristig retten kann, ist, wenn er über 10, 20 Jahre so hohe Exporteinnahmen erzielt, dass er daraus damit eben Technologie einkaufen kann. So ein bisschen zu dem Hintergrund. Also der große, und das, ein Punkt vielleicht noch ganz kurz, weil eines der groteskesten Entwicklungen, die sozusagen 75% der Österreicherinnen und Österreicher betrifft, ist, dass durch diese Entwicklungen die Preise oder die Bewertungen von Vermögen wie Rohstoffen aller Art, insbesondere fossile Rohstoffe, sehr stark ansteigen. Das treibt die Inflation an und die Inflation wiederum treibt die Mieten an. Weil die Mieten sind alle indexiert mit dem Verbraucherpreisindex. Wenn jetzt der Verbraucherpreisindex um 8% steigt, würden praktisch sämtliche Mieter alle 7, 8, 9 Monate eine neue Mietvorschreibung kriegen, weil normalerweise ist da eine 5%-Klausel drinnen. Und wenn eben der VPI um 5% steigt, dann steigen eben auch die Mieten entsprechend. Wieder sind wir bei dieser Paradoxie des Finanzkapitalismus, dass sozusagen nicht das Unternehmertum, nicht das Handeln, nicht das etwas tun honoriert wird, sondern das etwas besitzen. Es reicht sozusagen, wenn Sie eine Immobilie besitzen und Sie brauchen nur zuschauen, wie das etwas abwirft. Ich möchte jetzt nicht das abwürgen, wir werden nachher diskutieren sehr. Vor allem, ich bin ja trotzdem immer auch eine Optimistin. Sie haben ja auch Vorschläge oder Visionen, wie wir eine ökologische, soziale Überwindung vielleicht dieses Finanzkapitalismus ausschauen könnte. Das wollen wir vielleicht nachher gegen Ende uns die positiven Visionen anschauen. Möchte aber jetzt mal zurück zu unserer Ausstellung und zu dem Ausstellungstitel. Wir haben ihn ja ganz schlicht arm und reich genannt. Man könnte meinen, auf den ersten Blick, jeder weiß, was das ist. Je mehr ich mich beschäftigt habe, desto mehr habe ich erkannt, wie schwierig eigentlich die Definition ist. Sie haben sich dazu aus meiner Sicht auch Werke ausgesucht. Wie definiert ein Ökonom arm und reich und wie schaut das mit dem Verhältnis aus? Wir haben in unserer Ausstellung ja bewusst Werke, ich bleibe mal bei der Skladman, eine russisch-amerikanische oder russischen Künstlerin, passt auch wieder zum Thema, die in Amerika lebt und die sich hier mit Porträts eine Serie gemacht hat, wo sie superreiche russische Kinder porträtiert hat. Das hat sie auch sehr fasziniert, gerade dann auch in
Gegenüberstellung zu Fotografien von arbeitenden, armutsbetroffenen Kindern. Wie schaut das aus mit den Begriffen Armut und Reichtum? Ja, die haben viel mehr Dimensionen, als Ökonomen üblicherweise betrachten. Also auf den ersten Blick betrachten Ökonomen beim Unterschied arm und reich die Verteilung der Vermögen, also wie viel Prozent aller Vermögen in Österreich besitzen die 1% Reichsten, fast 50, wie viel Prozent die 10% Reichsten, wie viel Prozent die 50% Ärmsten. Das ist die Vermögensverteilung, oder man betrachtet die Einkommensverteilung, also wie viel Prozent der Gesamteinkommen verdienen eben die Einkommensstärksten. Also Einkommen sind sozusagen Stromgrößen, die einem zufließen, Vermögen ist eine Bestandsgröße. Aber Arm und Reich hat natürlich unvergleichlich mehr Dimensionen. Das ist die Dimension zum Beispiel der Entfaltungschancen. Wenn Menschen, junge Menschen sozusagen mit relativ großer Angstfreiheit das Gefühl haben sozusagen, sie können Flüge werden, sie können in die Welt hinausgehen, dann ist das eine Dimension von, ich würde sagen, sehr allgemein definiert, Reichtum, Fülle, Möglichkeit eines gut gelebten Lebens, die natürlich nicht nur reduziert werden kann auf die ökonomische Frage. Ich kann auch die Armut derer, die also wenig Einkommen beziehen, nicht nur reduzieren auf das Einkommen, sondern zum Beispiel auf die Bildungschancen. Wie schaut es mit Kindern in Favoriten aus im Vergleich zu Kindern auf der Wieden oder in Hietzing oder in Döbling? Welche unterschiedlichen Entfaltungschancen ergeben sich da? Und ohne zu lang darüber sprechen zu wollen, ist es klar, dass diese anderen Dimensionen von Arm und Reich früher stärker berücksichtigt wurden durch das Prinzip der Sozialstaatlichkeit, das man eben gesagt hat, die Aufgabe des Sozialstaats ist es unter anderem, die unterschiedlichen Startbedingungen von Kindern auszugleichen. Dass man daher von dieser Logik her sagen würde, die Schulen in Favoriten brauchen selbstverständlich mehr Geld als die Schulen im ersten Bezirk, weil, oder Hietzing oder Töbling, weil eben dort die Chancen, die Startchancen einfach schlechter sind. Heute ist es gerade umgekehrt. In diesem neoliberalen Denken versucht man ja die Leistungsstärksten zu fördern und versucht daher sozusagen eine Art von Elitenbildung mit all den Konsequenzen, die das langfristig für die Ungleichheit, für die Verbitterung von Menschen und letztlich auch für die politischen Chancen von Populisten haben, denn für die nächsten 10, 15 Jahre bin ich überhaupt nicht optimistisch, weil ich die große Angst habe, dass die Einzigen, die diese zunehmende Deklassierung von immer mehr Menschen konsequent ansprechen werden, die Rechten sein werden. Die werden sagen, da habt ihr es. Hättet ihr nicht eure Sanktionen gegen Putin und so weiter und so weiter, dann würden die Österreicherinnen und Österreicher nicht so darunter leiden. Also die Geschichte mit quasi, sag einmal, faschistoiden Tendenzen, also Politiker, die dann das Volksganze, den Volkskörper, das Zusammenstehen und so weiter auch rhetorisch gut verkaufen, warten wir es ab. Und jetzt zu diesen Dimensionen, Arm und Reich, dieses, warum haben Sie sich die, weil ich zeige dieses Ihnen. Bild hat mich sehr fasziniert. Weil also das Rechte, eine Schmuckfamilie, die ihre Kinder so präsentiert, das Kleinste sogar in einer Vitrine. Das ist eine russische Oligarchin, die ganz reich geworden ist als Juweliershändlerin und die jetzt ihre eigenen Kinder in eine Vitrine ausstellt. Das ist für mich ein extremes Beispiel von Entfremdung, das heißt der Armut der Reichen. Denn sozusagen, und das ist etwas, das der Adam Smith, den ich verehre wie keinen anderen Ökonomen, ganz präzise schon auf den Punkt gebracht hat, dass ein erfülltes Leben immer voraussetzt, dass man die Polaritäten, die in uns allen stecken, zu einer auszubalancierten versucht. Also, dass man natürlich auch eigennützig ist, dass man ehrgeizig ist etc., dass es einem selber aber viel besser geht, schreibt der Adam Smith, wenn man
auch anteilnehmend denkt und anteilnehmend handelt. Weil, so argumentiert er sehr schlüssig, wir Menschen gleichzeitig Individuen sind, die individuell sich entfalten wollen, aber wir sind immer auch Teil von Gemeinschaften und der Gesellschaft. Und dieser soziale Aspekt unserer Existenz, der kommt natürlich zum Beispiel in einer Ideologie zu kurz, wie der Neoliberalismus, die sagt, der Mensch ist nur ein Egoist, der Mensch ist nur ein rationales Wesen und jeder versucht also sozusagen durch Konkurrenz auf Märkten weiterzukommen. Das führt auch bei denen, die ökonomisch profitieren, zu so grotesker Selbstentfremdung, wie das sozusagen eine Oligarchin ihre eigenen Kinder in die Juweliersvitrine ausstellt. Und ich habe das auch in meinem Buch ein bisschen näher aufgeführt, sozusagen die Armut der Reichen, die eben in einer Lebenslüge leben müssen, je größer die Unterschiede werden. Denn schauen Sie, ich stelle mir vor, ich wäre, sagen wir, sehr reich. Ja? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder Zyniker werden, ein bisschen, wie zum Beispiel der George Soros, den ich aber sonst schätze, ja, der einfach sozusagen dann auf zwei Ebenen lebt und sagt, ich bin Milliardär, aber ich weiß, das Ganze ist ein total ungerechtes System, aber als Philanthrop finanziere ich halt dann eben zum Ausgleich alle möglichen sozialen Projekte oder Universitäten etc. Das ist der Weg, den relativ wenige Reiche eingehen. Die meisten operieren mit Lebenslügen. Die größte Lebenslüge heißt, jeder verdient das, was er verdient. Das wird in der Wirtschaftswissenschaft als die Theorie der Einkommensverteilung auch rationalisiert. Sozusagen die Vorstellung ist, im Grunde honoriert der Markt nur die unterschiedliche Produktivität. Und wenn eben der Elon Musk, keine Ahnung, 100 Milliarden oder was die Zahl jetzt nicht, Dollar besitzt oder 1000 Milliarden, dann war er eben um entsprechend in demselben Ausmaß produktiver, effizienter, innovativer. Sobald ich aber an das glaube, was natürlich meine Besserstellung gewissermaßen rationalisiert, weil innerhalb dieser Theorie kann ich sagen, ich bin halt einfach so gut, da kann man nichts machen. Ja? Ich bin nicht unanständig oder was, sondern ich bin einfach super. Ja? Dann bin ich völlig in der Lebenslüge. Weil das ist ja einfach ein Schwachsinn. Ja? Mehr kann man dazu gar nicht sagen, dass ein Trader, der mit irgendwelchen Finanzderivaten handelt, tausendmal so viel wert ist wie eine 24-Stunden-Pflegerin aus Rumänien. Ja, das kann man sich vormachen, aber es ist einfach ein Unsinn. Ja? Und diese Art der Selbstentfremdung kommt eben nicht nur in dem Bild, sondern eben auch also in genau zum Beispiel in diesem grotesken Bild, ja, wo also irgendeine Versace, irgendeine chinesische Milliardärin heute ihr Zimmer mit Versace-Utensilien aller Art und irgendein Golfschläger ausstattet. Das ist von den Künstlern sozusagen bewusst ins Groteske übersteigert, aber trifft genau diesen Punkt, den ich zusammenfassen würde, als die Armut der Reichen als Folge ihrer totalen Selbstentfremdung. Aber könnte man ihr diese, ich will da, sagen wir mal, ein bisschen kritisch nachfragen, diese seelische Armut der Reichen oder umgekehrt seelischer Reichtum der Armen nicht auch als Euphemismus verwenden, um sich, also zu sagen, die sind ja eh auch armseelisch, also das könnte man ja auch ins Gegenteil drehen. Natürlich ist das. Ist das gefährlich, will ich sagen, Ihr Argument, dass Sie ja sagen, die Armen sind vielleicht reicher als die Reichen? Also hängt nicht ein gewisser Wohlstand auch mit einer Glücksfähigkeit zusammen? Oder also natürlich ist ein materieller Wohlstand, möglichst wenig Angst haben vor der Zukunft, keinen Hunger leiden, eine einigermaßen gute Wohnung haben, ist selbstverständlich in aller Regel eine Voraussetzung für das Wohlbefinden. Aber ich rede jetzt von der Selbstentfremdung, die mit diesem grotesken Reichtum verbunden ist, der sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr ausgebreitet hat, wie das dieser französische Ökonom Piketty auch wirklich sehr präzise empirisch untermauert. Und ich bin der Letzte, der das Elend armer Menschen oder etwa von Kindern idealisiert, so nach dem Motto, lieber gesund und arm als reich und krank oder so ähnlich. Ja. Nur die Lebendigkeit, trotzdem, das klingt jetzt verrückt, wenn ich das sage, aber es ist oft in Bildern von Kinderarbeit trotzdem mehr Lebendigkeit da, wenn auch Leiden ist auch Lebendigkeit und ich bin nicht dafür.
aber sozusagen die Mutter, die ihr Kind in einer Vitrine zur Schau stellt, ist sozusagen lebendig tot für mich. Ja? Das ist keine Mutter, das ist keine... Ja? Und da sind unter Umständen Menschen, die im Leiden trotzdem noch Hoffnung haben. Hoffnung ist eine wirklich wichtige Kategorie, allerdings in dem Zusammenhang nicht besser dran, sondern es ist sozusagen trotzdem mehr Leben oder mehr Lebenspotenzial für mich drin. Darf ich kurz noch bei diesen Werken bleiben? Und Sie haben ja schon Piketty angesprochen, was mich im Zuge der Vorbereitung der Ausstellung sehr interessiert hat oder auch erstaunt hat, also auch aus kunstwissenschaftlicher Sicht, dass Reichtum in Ausstellungen und auch in Publikationen lange nicht so erforscht wurde wie Armut, obwohl es natürlich in der Kunst, man muss sich nur unsere Schätze anschauen, man muss sich die ganzen Gemälde von Aristokraten anschauen, war das ein relativ unterbelichtetes Thema. Und auch sowas wie Reichtumsfotografie ist eigentlich erst ein wirkliches Phänomen, dass sich auch Kunstschaffende stark damit beschäftigen, mit Superreichtum, ist ein relativ neues Phänomen, zumindest sage ich mal 15 Jahre, bewusst, explizit. Ja. Es gab eine Ausstellung in Hamburg, die sich mit dem Thema befasst hat in der Gegenwartsfotografie, aber sonst gibt es da fast nichts. Deswegen hat es uns ja auch interessiert, das gegenüberzustellen, weil ich das eben als zwei verbundene Phänomene sehe, wie ich dann mit Ihnen gesprochen habe oder mich mit den ökonomischen Theorien befasst habe. Und Sie haben ja schon angesprochen, es gibt ja auch das Buch Überreichtum oder Superreichtum von dem Kollegen Schürz oder? Und Piketty, eben, dass das einhergeht, dieser Umgang in der Kunst mit auch ökonomischen Forschungen, wo ja, oder überhaupt statistischen, erst seit der Finanzkrise, aber das können Sie besser sagen als ich, das zu einem expliziten Thema gemacht wurde, Überreichtum oder... Naja, da sind wir ganz am Anfang. Zum Beispiel gibt es noch überhaupt nicht einmal eine Spur einer Definition von Reichtum. Armutsgrenze wird von Sozialforschern seit Jahrzehnten definiert, ist in der Europäischen Union klar definiert, wer weniger als 60% des sogenannten Medianeinkommens, also einer bestimmten Form eines mittleren Einkommens verdient, der ist armutsgefährdet, wird klar definiert. Was oben ist, ist völlig undefiniert. Ja? Ob jetzt jemand reich ist, wenn er das Hundertfache verdient, des Durchschnitts oder das Tausendfache. Da gibt es so Bücher wie das von Schürz, aber das ist sozusagen sind erste, oder Thomas Piketty natürlich ist ein ganz großer Reichtumsforscher, aber das ist weit davon entfernt von den Institutionen. Also egal ob Europäische Kommission, OECD, wirklich aufgegriffen zu werden. Weil dahinter steckt noch immer dieses meritokratische Prinzip, also doch diese neoliberale Vorstellung letztlich, dass der Reichtum ist verdient. Die Armut kann manchmal unverdient sein, arme Arme sozusagen, aber was soll man dem Elon Musk vorwerfen, wenn er sich Twitter für 40 Milliarden kauft? Na gut, er hat es halt vorher irgendwie verdient, jetzt kann er sich halt das soziale Medium zulegen. Also da sind wir in Wirklichkeit noch sehr am Anfang, meiner Ansicht nach. Und im Gegenzug, Armut ist ja sehr wohl erforscht worden. Natürlich, Armut wird sehr erforscht, es wird zum Beispiel auch jetzt in der Debatte über die Inflation, gibt es viele Vorschläge, freut mich sehr, dass das WIFO und auch der Herr Badl, früher WIFO-Chef, sagen, jetzt soll man sozusagen die Sozialleistungen knüpfen an die Inflation, das ist ein vernünftiger Vorschlag, aber die andere Seite, wer sind denn jetzt eigentlich, die diese zusätzlichen Milliarden bekommen? Die wird problematisiert im Zusammenhang mit Putin, aber nur im Zusammenhang jetzt mit der Kriegsfinanzierung, dass man sagt, okay, der Putin kassiert jetzt jeden Monat das Doppelte wie vor einem Jahr oder mehr, ich weiß es nicht, obwohl er weniger liefert, weil eben die Preise so stark gestiegen sind. Aber dass in Wirklichkeit eben alle anderen Erdölproduzenten oder bei Nahrungsmitteln, wer weiß das schon, dass 90% etwa des Rohstoffhandels mit Weizen, mit Mais, mit allen fundamentalen Nahrungsmitteln von relativ wenigen Schweizer Handelsgesellschaften gemacht werden, die Bilanzsummen haben, die in die hunderte Milliarden gehen. Glencore und Co., die sitzen alle irgendwo im Zug, brauchen gar keinen großen Apparat, weil sie sind reine
Dealer. Nicht? Also 80% der Rohstoffexporte Russlands läuft über Schweizer Firmen. Die profitieren natürlich auch mit, genauso wie alle Erdölkonzerne immer dann profitieren, wenn der Ölpreis steigt. Ja? Da schneiden eben sehr, sehr viele Leute mit und das ist für mich auch ein bisschen ein Grund, das ist meine Vermutung, im Sinne meiner Realfinanzkapitalismus-Dichotomie, dass sozusagen die Akteure von Wall Street nach wie vor viel stärkeren politischen Einfluss haben. Und die zum Beispiel sind sehr daran interessiert, dass die Sanktionen gegen Iran und Venezuela aufrecht bleiben. Weil da ist heute der Ölpreis natürlich hoch. Würden die jetzt aus der Not heraus zum Beispiel gelockert werden, dass der Iran jetzt eine der größten Erdölvorkommen auf der Welt verfügt, Venezuela das größte Ölvorkommen, dann natürlich kann in kurzer Zeit der Preis sinken. Denn eines ist ja auch klar, das Dilemma der Erdöl, der fossilen Energieproduzenten ist, dass es auf der Welt viel zu viel Erdöl, Erdgas, Kohle gibt. Das ist vollkommen unbestritten. Viel zu viel vor dem Hintergrund der Erderwärmung. Die bereits ausbeutbaren Reserven sind bei Erdöl 47 Mal der Jahresverbrauch der Welt, bei Erdgas 53 Mal und bei Kohle 150 Mal. Das heißt, würden wir die jetzt schon bekannten Reserven fördern und verbrennen, dann können Sie das ganz, die Bekämpfung der Erderwärmung vergessen, damit ist das Game over. Das ist ja das Dilemma, dass die Erdölproduzenten endlich selber kapiert haben. Sie dürfen gar nicht alles Erdöl fördern aus Sicht des Klimas, weil wir sonst die Erde aufheizen. Gleichzeitig wollen sie aber so viel Profit wie möglich machen. Und der Kompromiss in gewisser Weise ist zu sagen, ihr Industrieländer wollt CO2 verteuern. Richtig, das muss teurer werden, das kapiert auch ein saudischer Prinz. Aber nicht ihr werdet das CO2 verteuern mit der CO2-Steuer, sonst machen wir es selber. Wenn wir nämlich den Erdölpreis erhöhen, dann könnt ihr die CO2-Steuer eben nicht einführen. Weil der politische Widerstand immer größer wird, wenn sozusagen ohnehin schon die Weltmarktpreise für diese Dinge so stark steigen, welcher Politiker traut sich dann noch zu sagen, jetzt müssen wir noch zusätzlich unsere Bevölkerung belasten durch CO2-Steuern oder ähnliches. Ja? Das ist ein gewaltiger, verständlicher Verteilungskrieg zwischen den Besitzern fossiler Energien und den Verbrauchern vor dem Hintergrund der Erderwärmung. Und das heißt, das ist auch jetzt dann ein Rückschlag für eine Vision einer ökologischen Erneuerung jetzt der Wirtschaft? Ja, natürlich, die Idee war ja, dass wir, unter Anführungszeichen, die großen Verbraucher fossiler Energien im Zuge der Bekämpfung der Erderwärmung CO2-Emissionen immer teurer machen. Dann hätten wir über CO2-Steuern oder über diesen Zertifikatehandel, lassen wir das Technische beiseite, hätten die Verbraucher enorme zusätzliche Einnahmen lukriert. Also klar, wenn jetzt sozusagen zwei Beispiele, im einen Fall ist der Erdölpreis bei meinetwegen 40 Dollar und zusätzlich kommt eine Energiesteuer drauf von meinetwegen 80 Dollar, sodass langfristig sozusagen sich die Verwendung von Erdöl bei uns immer mehr verteuert. Die Erträge hätten aber wir. Und jetzt sagen die Erdölexporteure, da erhöhen wir den Ölpreis auf 120, dann kassieren wir sozusagen diesen Ertrag. Und das fehlt dann an Mitteln, um sozusagen die ökologische Transformation, die ja gewaltige Investitionen noch erforderlich macht, braucht man gar nicht im Detail drüber reden, also allein die Dekarbonisierung der gesamten Industrie, betrachten Sie nur die Vöst. Die Vöst emittiert 10% des CO2 von Österreich. Und wenn Österreich will, dass wir klimaneutral werden, was groteskerweise die Regierung bis 2040 verspricht, was international eine Lachnummer der Sonderklasse ist, weil Österreich völlig hinten Lauch ist, aber wir glauben, wir können in 20 oder 25 Jahren CO2-frei werden. Da müssen Sie sich mal konkret überlegen, was das technisch bedeutet, wenn Sie Stahl aus Wasserstoff erzeugen. Das geht, keine Frage. Aber Sie müssen dann irrsinnige Mengen an Strom aus erneuerbaren Energie
produzieren, damit sie jenen Wasserstoff produzieren, der dann sozusagen in der Stahlproduktion verwendet wird. Also diese Dinge hängen wirklich viel enger zusammen und diese Zusammenhänge werden im Großen und Ganzen in den letzten Monaten eigentlich nicht diskutiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt vielleicht. Die Inflationsbeschleunigung begann vor 2 Jahren, nicht vor 3 Monaten. Das ist ein völliger Nonsens. Ja? Der Ölpreis hat sich bereits vervierfacht bis zum November, also bis 2 Monate oder 2,5 Monate vor dem Krieg. Natürlich, der Krieg hat dann noch zusätzlich sozusagen einen Schub gebracht. Ja? Aber dieser Verteilungskrieg vor dem Hintergrund der Erderwärmung, der hat früher eingesetzt und das macht schon einen Sinn, das zu sagen. Also ich versuche immer Ökonomie auch so zu begreifen, dass ich mir vorstelle, ich bin ein saudischer Prinz. Was sind jetzt meine strategischen Möglichkeiten vor dem Hintergrund des Versuchs der Industrieländer, die Erderwärmung zu bekämpfen? Und dann würde ich genau zu so einer Strategie finden. Ja? Weil, noch einmal, die Saudis könnten den Ölpreis, das haben sie x-mal schon gemacht, die Nachfrage nach Öl, wie all diesen Dingen, das nennt man, ist preisunelastisch. Das heißt, die Menge an fossiler Energie, die im nächsten Monat die Weltwirtschaft braucht, ist relativ fixiert gegeben, das Produktionsniveau. Wenn jetzt die Menge des Angebots auch nur um 3-4% erhöht wird, sinkt der Preis sofort und zwar sehr, sehr stark. Aber wenn ich verknappen kann, dann kann ich ihn relativ hochhalten. Das waren die 70er ja schon die Strategie der OPEC. Also sozusagen ganz nahe ist ja das ja nicht, was derzeit läuft. Ich war eigentlich bei anderen Bildern, aber Sie sind schon bei den weltpolitischen Verhältnissen. In unserer Ausstellung haben wir hineingezoomt in die Ungleichheitsverhältnisse eines Landes, aber sehr wohl das, was Sie jetzt ja auch angesprochen haben, wie hängt das zusammen zwischen dem globaleren, reicheren Norden oder Süden oder wie zwischen China jetzt den quasi neuen Kolonialherren, das hat Sie auch sehr interessiert, diese großen Zusammenhänge, das sind ja jetzt gerade, wie hängt das zusammen, da haben Sie sich auch diese Bilder ausgesucht, also Wiesel Ponga einerseits, also, und wir waren ja schon jetzt bei den Firmen, wer profitiert von wem, welches Land, warum haben Sie sich Wiesel Ponga ausgesucht und dann auch den, können wir uns noch anschauen, den Paulo Woods, der die chinesischen Unternehmen zeigt, du hast ja auch darüber geschrieben, dann in Zusammenhang, vielleicht zeige ich das kurz, genau, rechts, hier ist es, mit der Mr. Wood hier, der Künstler heißt Paulo Wood, so ähnlich wie der zeigt quasi die chinesischen Bauunternehmer hier mit, dieser Herr hat 1600 Mitarbeiter, Angestellte oder Arbeitende in Nigeria, das dockt dann die Frage an, ja, des Zusammenhangs, wer profitiert von wem und wo, wie ist dieser Reichtum verteilt? Ja, dieses Bild ist sozusagen für mich eigentlich ein Klassiker, wo man versucht, nahezu ins Groteske übersteigert, das Verhältnis von Herr und Knecht in einem armen Land darzustellen. Da auf der einen Seite sozusagen der mit Handy telefonierende chinesische Investor, der diese Gebäudeanlage finanziert oder errichtet hat, und neben ihm der mit Maschinenpistole bewaffnete Schattenspender, der sozusagen Eingeborene als Diener. Aber Und für mich hat beeindruckt sozusagen diese extreme Konzentration, den Gegensatz ins Groteske geradezu überhöhen. Während das Bild von der Liesel Ponga, das finde ich so humorvoll. Es ist eine Totalverarschung des Blickes der westlichen Welt auf Afrika. Ja, mit all diesen Klischees, Kilimandscharo, die fröhlichen Negerkinder, die irgendwelche Sachen herum tragen, dann noch der Julius Mandel, Moor mit sozusagen anspielend auf sozusagen sowohl den Film Out of Africa, beziehungsweise den Roman der Tanja Blixen, also diese Romantisierung des Lebens der weißen Plantagenbesitzer, eben damals in Kenia, in dem Roman. Und,
Und sie sozusagen persifliert bei der Ansicht, dass indem das sozusagen der Blick out of Austria auf Afrika ist, sozusagen. Ja? Also ich fand es sehr, sehr humorvoll in der Art und in dem Sinn sich in gewisser Weise auch wohltuend unterscheidet von dem brutalen Bild mit dem Chinesen und dem Maschinengewehr bewaffneten Schwarzen oder Einheimischen auf der anderen Seite. Ja, und sie thematisiert ja auch unsere schon eingeschriebenen Bilder. Dieses Bild im Hintergrund ist von einem Spiel aus den 50er Jahren, Schatz von Oman oder so hat es geheißen, wo genau diese Stereotypenbilder da verbreitet werden und zugleich aber natürlich die Frage auch des Konzerns, also der profitiert mit dem Gewand oder in Meindl-Säcken aus Meindl, da Jute, also Säcken, die sie trägt. Aber auch ihre eigene Rolle als Künstlerin, das kommt auch nochmal sehr spannend rein, dass sie auch, welche Rolle wir haben, was immer wieder mitschwingt in unserer Ausstellung, wie ist auch die Rolle des Blicks, wer ist der den Blick wirft. Und da dazu, deswegen hat sie ja, glaube ich, auch Mourinho interessiert, das war für uns sehr wichtig, dass wir eben nicht nur, sagen wir, Künstlerinnen, will ich jetzt nicht sagen, die sind auch meistens nicht sehr wohlhabend, aber ihren Blick westliche Künstlerinnen auf dieses Thema, sondern auch besonders Selbstermächtigungsprojekte fördern, wo Betroffene selbst sich zu Wort melden und hier gerade im Zentrum von Wien eine Bühne bekommen und da war dieses Progetto Mourinho aus einem Favela sehr wichtig und genau das wollten Sie auch gegenüberstellen, oder? Dass Sie das interessiert. Ja, genau, sozusagen die Little Monga, wenn man so wie verarscht, den naiven Blick auf Afrika und das Projekt Mourinho ist entstanden, dass Kinder aus den nicht verwendeten Baumaterialien ihrer Väter, die als Bauarbeiter, als Maurer gearbeitet haben, sich ihre eigene Stadt gebaut haben und ihre eigene Welt dargestellt haben. Es ist also nicht sozusagen der Blick von außen auf Menschen in der dritten Welt, Entwicklungsländern etc., sondern sie als Kinder haben sozusagen spielerisch ihre eigene Lebenslage dargestellt. Eben da ist ja das Ganze konkret aufgebaut. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie mein Argument vorher gewesen, das sicher problematisch ist, ja, mit der Lebendigkeit auch leidender Menschen im Vergleich zur Erstarrung von irgendwelchen Oligarchinnen, die ihre Kinder in die Vitrine stellen. Das sozusagen zupft diese gleiche Problematik im Grunde an. Ja. Also das Selbsterzählen der Geschichte, die Blicke. Ja, die versuchen sich die eigene Lage darzustellen und indem man reflektiert, indem man spielerisch eben seine eigene Favela-Welt aufbaut. Und Sie haben ja auch so schöne Sachen erzählt von diesen Brasilianer, die dann nach Österreich kamen und hier sozusagen an dem gebastelt haben. Das ist eine andere Art von Kunst sozusagen, eine Kunst, die eher der Selbstermächtigung dient. Wir haben ja auch andere Projekte, also hier neben mir zum Beispiel Thomas Trutz, wo der Gedanke ist, also dass natürlich er seine Rolle als renommierter Künstler nützt, auch sozusagen wie als Anwalt auch, für Armutsbetroffene, also nicht so wie bei Mourinho, wo die wirklich selbst in erster Linie sich schon ermächtigt haben, sondern aber er arbeitet zusammen mit Obdachlosen und in dem, anders als in anderen Kunstwerken seit Beginn des 20. Jahrhunderts schon, wo Künstler Armutsbetroffene darstellen, abbilden, hat er sie gelehrt zu fotografieren und auf diesen Fotos zeigen sie ihren Blick auf die Stadt. Also es geht hier auch um eine Umkehrung und andererseits auch um ein stellvertretendes sozusagen Stimme ergreifen auch. Also das ist ja eine Möglichkeit, ich weiß nicht, wir haben auch darüber gesprochen, die ich sehe, welche Rolle und Möglichkeiten hat die Kunst, hat ein Museum. Ich kann sagen, habe immer wieder gesagt im Zusammenhang mit der Ausstellung, wir können nicht sofort alles verändern, leider, aber wir können ganz viel
vielleicht am Blicken verschieben oder auch eben eine Bühne hier bieten. Ist das auch eine Möglichkeit, die Sie sehen? Ich habe Sie auch gefragt, Sie haben sich ja auch schon immer mit Kunst beschäftigt. Naja, also das würde ich ein bisschen... Ein wenig, welche Rolle ein wenig Kunst, ist besser. Kunst haben kann. Wir können dann gleich übergehen zu einem Künstler, der sehr stark seine Stimme erhoben hat und schon kritisiert hat, den Kampf ums Geld. Da haben wir auch Hammer Tugend, hat da nämlich zu Bruegel. Genau, welche Rolle sehen Sie da in der Kunst in dieser Debatte? Genau. Naja, sozusagen die Vorstellung oder auch die Sehnsucht vieler Künstler, einen Beitrag zur Veränderung der Welt zu leisten, die ist schon sehr enttäuscht worden. Die war etwa im letzten Jahrhundert, sicher in den 20er, 30er Jahren, besonders markant ausgeprägt. Beispiel Bertolt Brecht, für den ganz klar war, Kunst muss den Menschen Einsicht geben, ermöglichen, als Vorstufe für Handeln. Also das ganze zum Beispiel epische Theater von Brecht hat eben im Gegensatz zum klassisch-aristotelischen Theater, wo es um Identifikation geht mit dem guten Karl Moor gegen den bösen Franz oder Ähnlichem, ging es bei Brecht immer um den Versuch, analytisch etwas aufzuarbeiten. Aber immer mit der Hoffnung, damit einen Beitrag leisten zu können, dass die Welt besser wird. Und ich glaube, das ist nicht gelungen. Und es ist auch eine Überforderung wahrscheinlich von Kunst, das wirklich leisten zu wollen. Ich finde es schon so wichtig, wenn es gelingt, durch Paradoxien wie bei Beuys oder eben auch durch absurdes Theater, Beckett oder durch ins Groteske überhöhte mit der Literatur kenne ich mich nämlich eine Spur besser aus als mit der bildenden Kunst, wie Thomas Bernhard, Menschen zum Nachdenken zu bringen, Zweifel zu streuen, Menschen ein bisschen zu erschüttern, das ist ohnehin schon schwer genug, als Voraussetzung für eigenständiges, hoffentlich, Weiterdenken. Aber natürlich ist das Verhältnis Künstler wie generell Intellektueller zu denen, die zahlen, ein sehr ambivalentes, weil jeder Mensch, auch ein Künstler, möchte gut leben und freut sich, wenn seine Bilder eben ordentlich verkauft werden. Und in aller Regel werden konsequent gesellschaftskritische Produkte, ja, in der Kunst geht, ja, da ist es dann schon wieder quasi ihn, wenn ein Milliardär sozusagen irgendeinen Andy Warhol hängen hat, der ihn selber als Milliardär verarschen würde sozusagen. Aber das ist dann auch nicht wirklich irgendwie verändernd. Aber ich denke, im Moment bin ich, wie gesagt, eher nicht so optimistisch für die nächsten 10, 15 Jahre, weil die Kopfarbeiter, deren Rolle in schweren gesellschaftlichen Krisen doch eher die war, immer radikaler zu kritisieren und gewissermaßen intellektuell den Boden zu bereiten für Veränderung. Also nehmen wir im 19. Jahrhundert Karl Marx, Friedrich Engels, wie immer man jetzt politisch steht, das sind Giganten der Analyse gewesen, wirklich Giganten. Ja, und aufgrund dessen hat sich dann eben Dinge entwickelt wie die Arbeiterbewegung, wie sozusagen konkrete Konzepte, wie könnte wir die Gesellschaft jetzt in kleinen Schritten, das ist immer mir sehr wichtig, evolutionär, nicht revolutionär, verändern. Viktor Adler ist eine der grandiosesten politischen Erscheinungen der letzten 200, 300 Jahre, für mich zumindest, ja. Mit dieser Fähigkeit, sowohl große Ziele nie aus dem Auge zu verlieren, im Gegensatz zur Sozialdemokratie der letzten Jahrzehnte, aber gleichzeitig die kleinen Schritte zu akzeptieren und zu sagen, okay, braucht man einen sehr, sehr langen Atem, wenn wir etwas zum Besseren verändern wollen. Davon sehe ich sehr wenig.
Also ich habe das Gefühl, die Kopfarbeiter in den letzten 30, 40 Jahren sind, wenn man es jetzt hart gesagt, aber sie gehen immer mehr am Strich. Das hat natürlich auch mit ihren Abhängigkeiten zu tun. Wahrscheinlich, entweder ist man ein grandioser Schreiber und wirklich so super, dass man eben, ich weiß nicht wo, auch als kritischer Journalist, sehr kritischer Journalist unterkommt, aber in aller Regel sind solche Genies selten und die Besitzer der Medien schauen schon drauf, was sozusagen wer für wen schreibt. Also es ist... Der Kopfarbeiter ist sein ganzes Leben lang in diesem Konflikt verhaftet zwischen, dass er auch gut leben möchte und dass er doch auch sich in den Spiegel schauen möchte. Er möchte ja beides. Und es geht nur in Grenzen leider. Ja. Also. Herr Schulmeister, da gibt es ein Bild, glaube ich, Bruegel, das sehr gut passt zu dem, was Sie... Ja, das habe ich ja überhaupt für das Grandioseste, also eigentlich die Bruegels haben mich also wirklich fasziniert. In dem Bild, also zunächst einmal habe ich es ja kontrapunktisch gelesen, weil Umweltökonomen, jetzt hole ich ein bisschen weit aus, die haben, und besonders ein grandioser, aber verkannter Ökonom rumänischer Abstammung, der dann in Harvard war, Ceaușescu Rüben, Anfang der 70er Jahre, der hat als erstes konsequent den Stoffwechselvorgang in der Natur und damit auch des Menschen übertragen auf das ökonomische System. Und wenn man so will, ist das Kapital wie ein Viech, das sozusagen Rohstoffe aller Art auffrisst, verarbeitet zu Produkten und unfassbare Mengen an Müll und Treibhausgasen ausscheißt bzw. ausfurzt. Und das ist jetzt das Gegenteil zum natürlichen Kreislauf, wo ja das, was ausgeschieden wird, wieder sozusagen in den Produktionsprozess eingeführt wird, während die Plastiksackerln, die im Meer die Fische verenden lassen oder das CO2, das uns Welttemperatur erhöht, sozusagen nicht wieder oder teilweise natürlich von den Bäumen und so, aber sozusagen offensichtlich in unzureichendem Maße. Und dieses Bild des Metabolismus, als Metapher für das prekäre Verhältnis zwischen ungebändigtem Kapitalismus und der natürlichen Umwelt, wird jetzt beim Bruegel sozusagen in der Richtung des Kreislaufes, also das wollte ich nur ein zweites sagen, und der zweite Gedanke war die Psychoanalyse. In der Psychoanalyse ist ja Geld und Code konnotiert und sozusagen Sparen, Zurückhalten ist eine Art anale Störung aus psychoanalytischer Sicht. Man spricht ja auch von Geldscheißer oder Goldesel und so weiter, also dass sozusagen das Ausgeschiedene das Geld ist. Und bei Bruegel ist es umgekehrt. Der Bruegel kritisiert jetzt Geld für mich als Machtmittel. Der Reiche schüttet Geld aus, man kann sagen Korruption, ja? Er will ja was dafür, wenn er irgendwelchen Leuten das Geld gibt. Und die kriechen ihm hinten eben hinein. Sozusagen, das ist die Gegenrichtung dieses Kreislaufes. Und das fand ich also deshalb so gut, weil es auch im Zusammenhang steht mit einigen anderen Stichen von Bruegel, die sie verdienstvollerweise in der Ausstellung haben, wie zum Beispiel dieses Bild, da muss man näher hinschauen, der Kampf der Geldkisten gegen die Sparbüchsen, ja. Ich habe natürlich als jemand, der sehr viel über Finanzmärkte gearbeitet hat, da gleich assoziiert, Wall Street kontra kleine Sparer, das ist natürlich eine etwas kühne Assoziation, aber es ist doch so, dass eher die Geldkisten, wie immer man das dann interpretiert, die stärkeren sind. Jedenfalls aber hat er eine ganz klare Vorstellung davon, dass Geld eben nicht, wie die meisten Ökonomen glauben, nur ein neutrales Schmiermittel der Wirtschaft ist, sozusagen, damit das Ganze funktioniert, sondern dass es eben zutiefst ein Machtfaktor ist, der in einem Krieg, was immer jetzt er konkret damit gemeint haben kann, mit den Geldkisten und den Sparbüchsen, aber ein Machtfaktor, der sozusagen in einem Krieg eingesetzt wird. Und dazu passt dann eben auch noch das andere mit den großen und den kleinen Fischen.
Das ist ja auch irre. Nicht? Der große Fisch frisst also die Kleinen, der mittlere Fisch natürlich noch kleinere. Und gibt übrigens eine wunderbare Parabel, die wirklich entzückend ist, ähnlich für Kinder geschrieben von Brecht, wenn die Haifische Menschen wären. Das ist wirklich ganz entzückend. Aber der größte Fisch ist natürlich der Mensch, der jetzt den großen Fisch aufschlitzt. Ja? Und das können Sie durchaus auch ökologisch deuten, wenn Sie wollen, man muss nicht. Ja? Aber sozusagen, wenn man jetzt bedenkt, wann der Herr Bruegel gelebt hat, dann muss man schon sagen, das hat einen für mich beeindruckenden, auch quasi gesellschaftsanalytischen Tiefgang, zuzüglich zu der grotesken Übersteigerung, was mir oft sehr gefällt, in der Kunst zumindest. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um das Podium zu öffnen, auch mit Bruegel. Mir geht es immer ambivalent. Einerseits ist es ungemein erbaulich zu sehen, was Kunst eigentlich aussagen kann, wie kritisch sie zeigen, gerade wenn man den Bruegel sieht, wie hochaktuell sie ist, wie wir die aufgehängt haben im Herbst. Ich habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja? Und andererseits ist es auch deprimierend, wenn man sieht, wie wenig sich zum Teil geändert hat und der Kampf ums Geld nach wie vor uns so bestimmt. Ja? Bevor, ich hätte noch viele Fragen und wir haben auch noch mehrere Bilder, möchte es aber nicht zu vielleicht strecken, um erst einmal die Möglichkeit zu geben. Ich glaube, da gab es ja schon ganz, ganz viel dabei in unterschiedliche Richtungen zu konkreten Werken, zu aktuellen Situationen, zu grundsätzlichen Fragen von Macht und Ökonomie. Ich wollte mal gleich jetzt die Möglichkeit geben, noch bevor wir da noch weiter und noch ein Thema aufmachen und noch eins gibt es aus dem Publikum schon? Bitte, ich habe mir gedacht, Daniela, gerade zu beugen. Ich bedanke mich sehr, ich fand das unglaublich erhellend. Ich möchte jetzt nicht über Bruegel reden, ich habe ja sehr viel über ihn geschrieben, sondern ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar, also das war mir zum Beispiel nicht klar, dass eben wenn Venezuela und Iran sozusagen ihr Öl verkaufen könnten, dass das Problem sozusagen von den Finanzen oder von der Inflation her eigentlich gelöst wäre. Und die Frage ist, wieso, also dass Amerika das nicht macht, ist für mich vollkommen klar. Die wollen da ihr eigenes Schiefergas da verkaufen. Aber wieso macht das Europa nicht? Also wieso sagt Europa nicht, dann kaufen wir das Erdöl von Venezuela? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ich finde es immer sehr eigenartig, dass von der Inflation gesprochen wird, so wie wenn die Inflation ein Subjekt wäre, die irgendwie handelt oder so. Ja? Also das, und Sie haben ja auch gezeigt, dass es, welche Kräfte da eigentlich dahinter sind und wer da eigentlich dran verdient. Und meine Frage ist jetzt, wer verdient in Europa daran und wer verdient speziell in Österreich daran, beziehungsweise könnte die österreichische Politik daran was verändern? Ja, danke. Soll ich ja kurz vielleicht? Ja, natürlich könnte die österreichische Politik was daran verändern, aber natürlich nur in gewissen Grenzen. Sie könnte was verändern in Bezug auf die konkreten Gewinner. Wer sind die konkreten Gewinner? Naja, natürlich die Energieproduzenten, weil es gibt ein Regelsystem, wie zum Beispiel der Strom- oder Gaspreis zustande kommt. Der Strompreis kommt nach der Merit-Order-Regel zustande, dass die Kosten des teuersten Produzenten, der noch das Angebot erweitern muss. Also wenn wir jetzt eine Knappheit haben an, meinetwegen Erdöl, wenn wir haben eine Verteuerung von Gas und es ist so, dass ein Gaskraftwerk zusätzlich benötigt wird, um den nachgefragten Strom zu erzeugen. Dann ist der Strompreis an der Börse durch sozusagen die höchsten Produktionskosten von Strom, man nennt es den Grenzproduzenten, also der gerade noch produziert, zu den höchsten Kosten bestimmt. Das ist ein Problem, das der englische Ökonom David Ricardo schon 1820 perfekt analysiert hat. Man nennt es das Problem der Renten. Sagen wir, es gibt 100 Grundbesitzer.
Der Grund und Boden dieser 100 Grundbesitzer hat aber unterschiedliche Qualitäten. Damit ich 1000 Tonnen Weizen erzeugen kann, muss auch noch der schlechteste Boden Weizen bringen. Ja? Damit ich die 100 Tonnen oder was ich gesagt habe, zustande bringe. Das bedeutet aber, dass alle anderen Besitzer der besseren Böden eine Rente bekommen. Eine Rente heißt, sie haben einen extra Profit, ohne dass sie was tun müssen. Oder denken Sie an Immobilien. Sagen wir, jemand hat dieselben Baukosten für ein Haus in der Wiener Innenstadt und in Penzing. Okay? Er kann aber in der Wiener Innenstadt meinetwegen dreimal so viel Mieten verlangen, obwohl die Produktionskosten gleich gewesen sein mögen, als in Penzing, weil eben hier eine Lagerrente nennt man das. Ja? Also Renten sind extra Profite, die aus der Knappheit von Gütern resultieren. Und das bedeutet, dass die Verbundgesellschaft, die praktisch seinen gesamten Strom mit Wasserkraft erzeugt, trotzdem hunderte Millionen extra Profit macht, weil sie orientiert sich am Strompreis der Börse, der ist jetzt sehr hoch, weil eben auch Gaskraftwerke eingesetzt werden müssen, um Strom zu produzieren und Gas ist sehr viel teurer geworden. Es ist an sich das gleiche Problem wie mit dem Grund und Boden. Sozusagen auch der schlechteste Boden, der noch benötigt wird, um die nötige Menge an Weizen zu erzeugen, bestimmt den Weizenpreis. Also hoch, weil der Boden ist schlecht, daher kommt weniger Weizen raus sozusagen. Ja? Und der teuerste Stromproduzent bestimmt den Strompreis und all jene, die einen Strom produzieren können zu günstigeren Bedingungen, erzielen eben den Extraprofit, weil der Marktpreis ist meinetwegen dann 300, aber die Kosten vom Verbund haben sich ja überhaupt nicht geändert, weil das Wasser rinnt weiter die Donau runter. Das hat sogar der Herr Nehammer als nicht mehr ganz, also als problematisch bezeichnet, ja, wofür er natürlich sofort Schläge von der Wirtschaft bekommen hat, weil das ja die heiligen Märkte irgendwie angreift. Ja, der Marktpreis ist immer der Preis des sozusagen Grenzproduzenten. Ich hoffe, ich kann es gut genug erklären. Es ist gar nicht so ein einfaches Problem. Ja. Aber, und daher sind jetzt alle die Profiteure, die zum Beispiel Erdöl zu viel niedrigeren Produktionskosten erzeugen können, egal, und auch verkaufen dürfen. Damit bin ich schon bei Ihrer ersten Frage jetzt mit Venezuela und Iran. Ja, das geht ganz einfach deshalb nicht. Europa hat es versucht, aber die USA haben gedroht, dass jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, von den USA boykottiert wird. Daraufhin traut sich keiner mehr, vom Iran Öl zu kaufen. Ja? Weil sozusagen die USA natürlich als Wirtschaftspartner wichtiger sind als der Iran. Das ist eben, und warum aber die USA das tun, das ist nicht so selbstverständlich, das hat mit dem Fracking zu tun, aber aus meiner Sicht hat sehr viel damit zu tun, dass eben die Wall Street Lobby viel, viel stärker über die Jahrzehnte ihren Einfluss ausgebaut hat gegenüber der Realwirtschaft. Sie müssen sich vorstellen, auch die amerikanischen Unternehmer leiden natürlich unter diesen Energiekostensteigerungen. Ja, das ist für jemand, der in der Realwirtschaft tätig ist, eine massive Kostensteigerung. Aber die Akteure der Realwirtschaft sind in gewisser Weise relativ zersplittert. Ich habe Millionen Unternehmen, kleine, große und so weiter, während die großen Finanzakteure, das sind relativ wenig. Das sind eben von Goldman Sachs über JP Morgan, Morgan Stanley, also kann ich nur sagen 30, 40 Player. Und die haben strategische Vorteile. Das ist ganz klar. Der Biden hütet sich. Der Obama hat kassiert von denen. Wahlkampffinanzierung. Es ist alles sehr an der Grenze der Korruption. Weil natürlich, wenn diese großen Finanzinstitutionen beim Präsidentenwahlkampf die Hauptsponsoren sind, dann wird sie halt danach, falls der Präsident gewählt wird, ein bisschen schwer tun, hier regulierend einzugreifen. Das ist die Tragödie des Obama gewesen. Der hat nach der Finanzkrise deshalb unter anderem nichts machen können, weil er sehr viel kassiert hat von Goldman Sachs und Co. So, das ist das Frage. Das hat viel damit zu tun. Ja. Okay,
Gibt es noch direkt Fragen? Ja, bitte. Armut sozusagen auch, also aus dem Kontext heraus, sozusagen auch als nicht nur negativ, sondern auch sozusagen das einfache Leben, sozusagen die Grundbedürfnisse zwar erfüllt, aber nicht mehr sozusagen. Ja? Und ich fand das eigentlich recht interessant auch und ich wollte das hier in die Diskussion ein bisschen einbringen, dass der Blick aus dem Süden auf das Thema Armut, wie es von uns aus dann auch wieder gesehen und reflektiert wird. Also auch in Verbindung mit Angst vor der Armut und sozusagen Armut als was definitiv. Aber das geht ja auch in Richtung, oder? Genau. Relative, danke, ja? Ja, ich finde es sehr richtig, weil es ist letztlich die auch sehr stark. Die Globalisierung der Information. Das heißt, dass im Gegensatz zu vor 50, 40 Jahren heute, schon seit 20, 30, egal, ja, über das Fernsehen, über das Internet etc., diejenigen, die ein einfacheres Leben, eher einer Kreislaufwirtschaft nahekommend lebten, durch den Blick auf das andere Leben der Reichen ärmer wurden, psychisch ärmer, weil dann auf einmal spüre ich oder kann ich den Eindruck haben, mir fällt wahnsinnig viel, ich habe also keinen Laptop oder ich habe kein Auto oder ich habe alles Mögliche eben nicht. Das kann man nur, und insofern finde ich diese Unterscheidung schon wichtig, aber je mehr man dann, je mehr die Welt sozusagen informationsmäßig zusammenwächst und je mehr die früher vielleicht durchaus zwar aus unserer Sicht in Armut lebend, aber durchaus fröhlich und gerade in Afrika, also ich war also vor einem halben Jahr in Afrika und in Ghana und das ist ein winziger Eindruck gewesen, aber viele Freunde von mir fahren regelmäßig nach Afrika und das ist doch, erzählen immer wieder, dass sozusagen die Lebendigkeit, die Lebensfreude enorm ist. Ja? Auch das, wie sie sich bewegen, der Tanz, das ist kein Romantisieren jetzt, glaube ich, aber es wird immer schwieriger, diese Art des Lebens beizubehalten, vor dem Hintergrund sozusagen einer Vereinheitlichung der Welt via Globalisierung. Und ja, man könnte natürlich auch dann jetzt den Spieß umdrehen, und das tun ja viele Kapitalismuskritiker, die sich dann sagen, ja, wir sollten bei uns was lernen von denen. Also, und tatsächlich ist es für mich persönlich keine Frage, dass die Welt nur überleben wird, langfristig, wenn wir zu einer Kreislaufwirtschaft führen. Das ist aus mit dem Wachstum irgendwann mal. Das ist, und zwar im Grunde aus dem Grund, den dieses Metabolismusbeispiel bringt. Ja. Das Kapital ist ein unglaublich dynamisches Viech, aber es ist auch gleichzeitig unglaublich gefräßig und hinterlässt seiner eigenen Natur nach, das beschreibt wirklich ein Karl Marx mit größter Präzision, aber auch schon der Adam Smith. Ja. Das kann man auch dem Kapital nicht vorwerfen, das ist sozusagen sein Grundgesetz der Expansion. Und spätestens die Erderwärmung macht vollkommen klar, dass wenn man dem Viech nicht ganz starke Grenzen setzt in seinem Expansionsdrang, dann zerstören wir die Welt. Das hat, was Gott aus meiner Sicht alle klugen Denker, ja, auch völlige Antilinke. Der John Maynard Keynes ist ein absoluter
Vertreter des Kapitalismus gewesen, aber er hat vollkommen klar gesehen, der Kapitalismus hat die Tendenz, sich selbst zu ruinieren. Man muss sozusagen das System vor sich selber retten. Keynes hatte mehr die Finanzmärkte damals im Sinn und weniger die Umwelt, aber zum Teil auch schon. Und auch er hat so ganz klar beschrieben, eigentlich, wenn ich das im wunderbaren Aufsatz jedem empfehlen kann, die Economic Consequences of our die Economic Possibilities of our Grandchildren, also die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkelkinder, beschreibt er die Welt 2030, also 100 Jahre von dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, und sagt ja eigentlich, wir könnten mit 15 Stunden Arbeit in der Woche auskommen. Er beschäftigt sich lang mit der Frage, wie der alte Adam in uns, wie er das nennt, also der sozusagen durch die Prophezeiung der Bibel im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen, wie der das verlernen kann, das unentwegte Arbeiten, weil das große psychische Probleme, meint er, bringen wird im Übergang, wie die Leute sind so gewöhnt, seit Jahrtausenden immer zu arbeiten. Und jetzt wäre zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit gegeben, einfach weniger zu arbeiten und endlich mehr zu genießen. Ja? Also Gedanken in diese Richtung haben, glaube ich, schon viele formuliert, aber wie wir den Weg finden, das ist noch nicht so ganz klar. Aber darf ich dann nochmal nachfragen, weil das war für mich sehr spannend zu sehen. Sie haben es jetzt eh schon angedeutet, dass Sie an sich Ungleichheit, weil das hätte ich eher so für mich vielleicht naiv als nicht so ökonomisch Bewanderte gedacht, es geht darum, auch die Ungleichheit zu beseitigen. Und Sie haben im Gespräch mit mir für den Katalog für mich eben sehr spannend gesagt, dass Sie eigentlich, und Sie haben es ja auch gesagt, für Sie geht es gar nicht so um die Überwindung eines Kapitalismus, weil es nicht real jetzt ansteht, aber um diese Bändigung oder diesen Dialektik von individuellem Erfolgsstreben. Also können Sie das vielleicht nochmal formulieren, dass das eigentlich auch eine sehr positive Energie ist, dieses Streben nach Erfolg, nach Wachstum, aber gleichzeitig diese Bändigung braucht. Und da wäre die Frage, jetzt um doch vielleicht ein bisschen positiv in die Zukunft zum Abschluss noch zu schauen, welche Wege, Sie haben ja schon einige Ideen, wenn Sie jetzt handelnd wären, einer ökologisch erneuerten, sozialen erneuerten Wirtschaft Sie sehen würden, ohne da jetzt zu visionär ins Blaue zu träumen, was wahrscheinlich nicht realistisch ist. Also Nachfrage noch einmal, diese Ungleichheit auch als Motor, das wäre ja quasi ein bisschen auch eine Gegenthese zu vielen künstlerischen Positionen, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn es gut gebändigt ist, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und dann, zweiter Punkt, abschließend sozusagen eine ökologische Erneuerung oder Sozialerneuerung. Wenn Sie jetzt handelnd wären, was würden Sie vorschlagen? Ja, man braucht zunächst einmal wirklich sowas wie eine theoretische Grundlage. Ohne Theorie geht leider gar nichts. Und wenn etwas wirklich katastrophal geworden ist, dann ist das, dass die Kritiker der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich ziemlich theorielos agieren, sondern sich sehr stark konzentrieren auf quasi Gesellschaftsarchitektur. Also die Gemeinwohlökonomie erfindet jetzt ein Modell, wie das gute Leben sein sollte. Die Postwachstumstheoretiker sagen, also wir müssen jetzt schrumpfen, die nächsten Jahrzehnte, damit es wieder besser wird, und dann gibt es wieder die Leute, die sagen, der Kapitalismus muss sozusagen, ist eben nicht rettbar, und das sind für mich alles so intellektuelle Spielereien, denn gesellschaftliche Prozesse entwickeln sich in unglaublich komplexer Weise, hier bin ich sehr von Hayek beeinflusst, ja, und das, was Hayek als Konstruktivismus der linken Intellektuellen kritisiert, ist etwas, worin er recht hat. Ja? Also Intellektuelle haben nun einmal die Neigung, sozusagen, weil sie so gescheit sind, konzeptuell sich gesellschaftliche Prozesse vorzustellen. Und so funktioniert das nicht. Die Frage ist eher, welche Art von Dynamik gibt uns die Chance, dass die Gesellschaft in künftigen Jahrzehnten einen besseren Weg finden wird. Also nicht, ich habe sozusagen das Recht, ich weiß nicht, meinen Enkel oder Urenkeln irgendwie zu sagen, dort müsst ihr hin, ja. Das ist ein Prozess, den sie selber entwickeln müssen. Aber
die Art des Gehens, da kann man was lernen. Und da bin ich sehr beeinflusst von dem chinesischen Denken. Warum? Wir haben im Westen sehr stark, dann, wenn es sich um Gegensätze handelt, das dialektische Denken gelernt. Also von Hegel bis Marx, wenn auch mit einer anderen sozusagen Fundierung. Aber der Gedanke ist, es gibt ein gesellschaftliches Spannungsverhältnis und das führt zu einer Synthese, die ihrerseits wiederum ein neues Spannungsverhältnis generiert. So. Und darauf bauen auf Revolutionstheorien und alles Mögliche. Und die Chinesen haben halt das Yin-Yang-Denken und das ist schon was anderes. Weil da geht es um zwei gegensätzliche Pole, also sehr wohl ein Spannungsverhältnis, die aber ein Ganzes bilden. Das Geniale dieses Denkens ist, dass ich sozusagen das eine ohne das andere gar nicht sinnvoll denken kann. Beispiel Ideologie, Geschichte. Der Neoliberalismus sehr vereinfacht sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach nur ein Individuum. Noch vereinfachter, die marxistische Theorie sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach nur Teil einer Klasse. Und ein Chines wird sagen, so ein Blödsinn. Das ist natürlich beides richtig und beides ist einander bedingend. Ich bin eben sehr wohl ein Individuum, das ehrgeizig ist, das kreativ ist, das individuell weiterkommen möchte. Aber ich bin es eben nicht nur. Ich bin gleichzeitig Teil von Gemeinschaften, ich bin anteilnehmend, ich habe Gefühle. Und die Frage, wann geht es mir gut? Das geht mir dann gut, wenn ich sozusagen im Gehen nicht ein Gleichgewicht habe, wie wenn man einen Kopfstand macht, sondern sozusagen das Gleichgewicht des sich Bewegenden. Einer, der sich bewegt, ja, der ist nie ganz im Gleichgewicht, ja, sondern ganz unmerklich tariert er sozusagen seine Bewegungen so aus, dass er weiterkommt. Ja. Und das klingt jetzt so komisch, aber die soziale Marktwirtschaft der 50er und 60er Jahre war in der Praxis durchaus so etwas Ähnliches, dass man de facto gesagt hat, wir bringen unter einen Hut, ohne dass wir lang nachdenken, wenn wir das theoretisch machen, Konkurrenz und Kooperation, Markt und Sozialstaat, Unternehmerschaft und Gewerkschaften. Wir haben also sozusagen so eine Art Modell entwickelt, wo wir versuchen, so gut es irgendwie geht, und Österreich war da zum Teil vorbildhaft, in diesem gemeinsam nach einem für die wichtigen gesellschaftlichen Gruppen gangbaren Weg zu suchen und ihn eigentlich erst im Gehen zu finden. Also ich bin ja schon 75 und ich bin daher aufgewachsen in der Zeit und damals hat kein Mensch, auch kein Ökonom gefragt, wo sind die Wachstumsmotoren, wie wird sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln, sondern man hat sich entwickelt, indem man gegangen ist. Ja? Allerdings hat man einen gewissen Konsens gehabt auf gewisse, auch ethische Prinzipien. Das spielt also, ohne Moral geht es eben auch nicht, ja? Meiner Ansicht nach. Und für die Zukunft würde jetzt ich eher prognostizieren, eine sehr schwierige Zeit, wo die Krisen sich vertiefen werden und die Gefahr, dass Rechtspopulisten das erfolgreich nützen, nicht unterschätzt werden sollte, weil eben die Sozialdemokratie so vollkommen orientierungslos ist. Das ist eben wirklich schlimm. Von christlichen Gruppen will ich jetzt gar nicht reden. Ne? Und diese nicht mehr vorhandene Fundierung in Grundwerten, die ja auch was Gemeinsames legen. Ja? Weil natürlich hat sie bei aller Gegensätzlichkeit hat sie eben ein Kreisky und ein Salinger haben gewusst, sozusagen, uns geht es auch um ein gemeinsames Österreich und okay, der eine ist Sozialdemokrat, der andere ist also Unternehmervertreter oder Salinger Benja, was auch immer. Ja. Es ist diese Sozialpartnerschaft war auch angewandtes Yin-Yang-Denken im Grunde, ja, wenn Sie so wollen. Ja. Und in die Richtung würde ich mir es gern wünschen, aber das sind so, sozusagen, es geht für mich mehr ums Prozedurale, um die Art, wie man miteinander umgeht, um Respekt sehr stark auch und um Anteilnahme. Wenn es uns nicht gelingt, konkret wieder zu erreichen, ein bisschen eine Einfühlung, wie es den 70% Kindern in Favoriten geht.
Dass es ein Skandal ist, dass deren Bildungschancen so viel schlechter sind. Dass es für Unternehmer deppert ist, dass man die Potenziale dieser Kinder vergeudet, weil diese Schulen einfach zu schlecht ausgestattet sind. Ja? Wenn man das nicht auch mitempfindet und dieses anteilnehmende Denken, das ist halt wirklich ziemlich ausgestorben, in der Politik zumindest, ohne dem wird es eben nicht gehen. Und wo ich eben Angst habe, ist, dass das verlogene anteilnehmende Denken von den Rechten kommen wird. Ja? Wenn man eben einer Marine Le Pen zuhört, die ist, die spürt auf dem Klavier schon ganz gut. Ja? Sie ist noch nicht ganz rangekommen, aber das sind diejenigen, die diese emotionellen Nöte der Menschen viel direkter ansprechen, leider als zum Beispiel Sozialdemokraten. Das kann der Scholz nicht, leider. Es ist ihm wurscht. Oder ich weiß es nicht, er spürt es nicht, er hat keine Resonanz. Es traut sich keiner von den Sozialdemokraten wirklich, für die wirklich benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, das sind in erster Linie Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist so evident, braucht man nicht darüber reden. Und solange Viktor Adler hat gewusst, dass er nie ein Problem hatte, sich für die tschechischen Ziegelarbeiter einzusetzen, aber wenn die sozusagen Bämmern waren und nicht quasi autochtone Österreich oder so. Ja. Also dieser Verlust auch an ich werde da lang reden. Ja. Also das ist, wohl wird noch dauern. Ja. Aber es tut mir leid, das ist jetzt also, aber dann, also damit positiv, ich hätte schon eine Vorstellung letztlich, wie es gehen könnte. Aber in einer ökologischen, oder? Ja, natürlich, wir haben jetzt sozusagen, ganz als Ökonom gesprochen, ist es ja so, wenn wir wirklich ernsthaft und nicht irgendwelche schmähführend die Wirtschaft umgestalten wollen, so dass sie ihre natürlichen Lebensgrundlagen nicht mehr zerstört, dann brauchen wir ein gewaltiges Erneuerungsvolumen. Das heißt, im Grunde muss fast der gesamte Kapitalstock erneuert werden. Das bedeutet konkret, sämtliche Gebäude in Österreich müssen in Kleinkraftwerke verwandelt werden. Ich kann aus jedem Einfamilienhaus einen Energieproduzenten machen, aber nur, wenn ich kombiniere Photovoltaik, Wärmepumpen, Wärmedämmung, Stromspeicher und eventuell noch lokale Stromnetze. Wenn ich das kombiniert mache, wenn die Förderungen so gestaltet werden, was sie leider gar nicht sind, dass man alles nur im Paket fördert, dann habe ich ein Riesenpotenzial für Arbeitsplätze. Stellen Sie sich mal nur konkret vor, was das heißt, da brauchen wir sowieso 15, 20 Jahre dafür. Das ist aber nur ein erster Schritt. Der zweite Schritt ist die ganze Industrie dekarbonisieren. Der dritte Schritt ist weitestgehend auf das Fliegen verzichten. Dafür brauchen wir aber transeuropäische Eisenbahnnetze mit ganz anderen Schlafwagenzügen, mit ganz anderem Komfort. Wenn ich in 9 Stunden von Wien in Brüssel bin, in einem bequemen Nachtzug mit einem Doppelbett vielleicht, falls ich nicht allein bin und nicht in irgendwelchen komischen Kojen, dann wird es ein gemütliches Erlebnis, wo ich am Abend ein Glas Wein trinke und mich dann also zur Ruhe begebe. Ja? Das ist alles technisch möglich, ja? Aber das bedarf gewaltiger Investitionen. Der Sozialstaatsbereich, ja, was wir da alles investieren müssten, ich habe es schon angedeutet mit den Kindern in Favoriten als ein Beispiel, ja? Bis hin zur, weil ich das heute gerade bei einer Diskussion erwähnt habe, weil es ist komisch, wenn mir das jetzt gerade einfällt, aber ich bin oft im Mostviertel in einem kleinen Bauernhaus und da hört man halt so traurige Dinge. Die psychosoziale Versorgung am Land ist eine Katastrophe. Katastrophe. Die Menschen, da passieren Unglücksfälle, Selbstmorde, ja, Depressive. Es gibt keine, in Wien gibt es psychosozialen Dienst, in jedem Bezirk gibt es eine Anlaufstelle, da können Leute hingehen. Am Land ist das bis heute nicht so. Mauer Öling, dann 4 Wochen mit viel Tabletten und dann hängt sich die depressive Frau mit Kindern auf zum Beispiel. Ja, also das ist, kein Politiker redet von dem. Das sind nicht Einzelfälle. Ja? Das ist, also die Aufgaben wären genug. Und würde eine Politik, so nach meinem Vorbild Viktor Adler und Co., aber auch Kreisky, sagen, okay, das sind die Probleme, das könnte man machen und jetzt gehen wir es an. Da würde ein großer Konsens erzeugbar sein. Nicht leicht, weil gegen die Corona-Zeitung und so Politik machen ist nicht leicht, keine Frage, aber es geht. Wenn einer weiß, was er will, dann, ich meine, die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert hat es, weiß Gott, schwerer gehabt, als sie es heute hätte, wenn sie wüsste, wer sie ist. Aber das hat sie vergessen. So, das war jetzt optimistisch. War halb optimistisch. Ja.
ich glaube, wir können nachher weiter diskutieren. Ja. Noch viel, vielleicht sage ich nur, ich bin eine Frau der Kunst, insofern haben viele Punkte das Prozesshafte, das Aushalten von Gegensätzen was war da, und das Empathiewecken, das sind alles Dinge, was wir, glaube ich, an Kunst lieben, weil genau das können Kunstwerke, die können Widersprüche vereinen, sie arbeiten mit Prozessen und sie wecken, wir sehen es in unserer Ausstellung, wie viel wir, ich sehe es als viel, bewirken können, in Menschen auslösen, wenn sie zumindest, ich sage immer anders, aus dieser Ausstellung nachgehen, berührt sind, egal ob es der Brezelbub ist oder ob es eben das Projekt hier von den Mourinhos ist, da werden schon ganz wesentliche Dinge zumindest in den Einzelpersonen, in Gruppen ausgelöst, die sie eigentlich auch für ihre wirtschaftlichen, positiven Dinge sehen würden. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war auch für mich wieder sehr spannend, das in diesem Kontext zu sehen, auch wenn es nicht immer erbaulich ist. Aber ich bedanke mich hier bei Ihnen fürs Mitdiskutieren, fürs Dasein bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Internet jetzt und darf mich bei meinem Team bedanken, die immer alles so toll vorbereitet und auch dem Team hier, die hier aufzeichnen und darauf hinweisen, wir haben noch zwei Veranstaltungen bis Sommer oder wir haben viele Veranstaltungen in der Vermittlung, aber in dieser Abendreihe der Donnerstagabend am 30. Juni, uns ist ja auch die Kooperation, auch das Zusammenarbeiten ist auch ein wesentlicher Teil mit auch anderen Museen, anderen Institutionen und zwar machen wir im Zuge des Projekts Gute Nachbarschaft, wo wir mit dem Jüdischen Museum, aber jetzt auch mit dem Haus der Geschichte eine Kombi-Direktorin-Führung mit Monika Sommer und mir zwischen Arm und Reich und der Ausstellung im Haus der Geschichte und zwar Neue Zeiten, Österreich seit 1918, also beginnt hier und gehen wir dann rüber, also wir tun sozusagen hier den Bogen spannen, 30. Juni und es gibt dann, die Ausstellung läuft bis Ende August, auch noch einmal eine Directors Tour von mir hier durch die Ausstellung und ganz viele Vermittlungsprogramme, das sehen Sie auf unserer Website und ich darf mich heute endlich auch mal wieder zu einem Glas Wein, zumindest im Hof, einladen, das gehört ja immer auch zum Dommuseum dazu, dass wir sagen, das Gespräch nachher, die Gastlichkeit ist genauso wichtig auch wie alles andere, war leider in Corona-Zeiten jetzt fast nie möglich, aber heute können wir zumindest im Freien noch gemeinsam ein Glas trinken und vielleicht noch einige Gedanken weiterspinnen. Sie können den Stefan Schulmeister oder mich auch noch fragen und hoffe, wir kommen ins Gespräch. Vielen Dank auch denen zu Hause, die können vielleicht virtuell mit uns anstoßen und ich freue mich, Sie wiederzusehen.